So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Bigge. Erstmal hier den Stöppel zu, dass da nichts verloren geht. Adi, Schatz! Adi! Wir kommen zu einer, was habe ich gerade gesagt? Adi und der Adventskalender, der Bier-Adventskalender von Kalea. Wir haben nämlich noch zwei Türchen zu öffnen, die 23 und die 24. Das ist der Zoo-Royal. Dann machen wir mal hier unten auf, gucken da mal rein, haben ein kleines Türchen mit Tütchen. Ja, was ist denn? Willst du jetzt da drauf klettern? Guck mal! Deine Schweidenase. Das machen wir mal auf. Das geben wir jetzt mal dem Adi. Der ist schon wieder total gierig. Ungefähr so. Probieren wir mal. Das sieht heute richtig feurig und rot aus. Ob das mit Chili ist? Ich glaube nicht. Was könnte es sein? Es könnte sein... Rind? Nee, Rind ist, glaube ich, grau und muffig. Den Rest gebe ich dir mal hier rein, dass du das mal naschen kannst. Und schau jetzt mal hier im Türchen Nummer 23. Vor allem sind hier alle Türchen genau gleich groß. Bei dem anderen ist die 24 ein richtiger Pfropfen. 23 haben wir. Adi, pass auf. Es wird immer spannender. Ein Tütchen Pestgekane, Truthahn und Hering. Katzennahrungsergänzungsmittel, Pestgekane. Haben Sie auch einen Pestgekane, der Herr? Adi, du bist süß. Weißt du das? Das habe ich gerade der Frau vom Jobcenter auch gesagt, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, wenn du nicht mehr da bist. Aber daran will ja gar keiner denken. Aber ja, deswegen genieß dein Pestgekane. Kurz vor Weihnachten noch depressive Stimmung. Aber morgen ist alles anders, denn morgen ist der 24. Mensch, so viel Pestgekane mit einmal hast du ja noch nie gegessen. Adi! Wie ein Pferd. Und jetzt haben wir natürlich noch den Bier-Adventskalender mit Türchen Nummer 23 hier. Die 24 ist hier, aber die gibt es erst morgen. Wir gehen also hier rein. Gestern gab es eine Zipfelmütze, da war ich total überrascht. Heute gibt es... Oh! Das sieht aber auch interessant aus. Erstmal habt ihr hier einen weißen Stöpfel mit zwei Buchstaben drin, wo ich nicht weiß, was das heißen soll. BS, LS, irgendwas anderes. Dann guck mal hier oben. Da ist eine schwarze Banderolle. Sieht aus wie Wieninger Bier. Höchste Braukultur aus Teisendorf. Aber was ist das oben? Wieninger Bier? Ist das etwa ein W und ein B? WB? Das sieht aus wie WS. WS, irgendwas anderes. Und hier steht auf einmal... Da ist der Hannes drauf mit seinem weißen Bart. Auf zur Wacker! Auf zur Wacker! Auf zur Wacker! Da ist ein Widder auf einem Berg. Dann steht da auf zur Wacker. Dann habt ihr hier drüben, habt ihr lauter Gräser und Pollen, gegen die ich allergisch bin. Und hier habt ihr den heftigen Alpenhannes, ne, mit seinem weißen Bart. Hier steht nochmal Wieninger Bier. Obergäriges Hopfen Festbier IBU 40 mit 6,7% Alk. Hinten auf Zocker, bayerisches Festbier kalt gehopft. Unser auf Zocker ist Ansagen gewohnt, mit leisen Tönen hält er sich nicht lange auf. Er weiß, was er kann und lässt keine Gelegenheit vergehen, dies auch zu zeigen. Ein Bier wie ein Traditionalist. Selbstbewusst prahlt es mit seinen wuchtigen, grasigen Hopfenaromen und spannt dann doch schlank und hinreißend elegant den Bogen zu einem Abgang mit Nachhall. Zutaten: Wieninger Brauwasser, Pilsner Malz, Kara Eiche, Aromahopfen, Columbus, Atanum, Simcoe, Nelson, Sauvin, Wieninger Reinzucht, Hefe Taisanum US05. Verzehrhinweis, habe ich da noch nie gesehen. Kühl und dunkel lagern, es kann zur Bodensatzbildung kommen. Optimaler Genuss bei nicht zu langer Lagerung. So, ist nicht lang gelagert.
sieht aber trotzdem alles sehr dunkel aus, aber irgendwie sehr elegant und hat irgendwie was Besonderes. Für mich aber trotzdem keine 5 Punkte. Ich würde hier aber eine 4 geben, vor allem ist das Etikett einfach komplett schief. Hier ist es bis hier oben und hier ist es voll unten. Das heißt, das Etikett ist nicht so, sondern so ungefähr. Also da ist ganz viel Schrift drauf, da sind ganz viele Bilder drauf, da sind ganz viele Details drauf. Bei mir trotzdem nur 4 von 5 Punkten. Kommen wir mal zum Öffnen und zum Geschmack. Adi, das hast du fein gemacht. Adi hat schon wieder uriniert. Der frisst trocken Futter und muss danach aufs Klo und uriniert. Also, als hätte er Bier getrunken. Das mache ich mal zur Vorbereitung, dass er gefügiger wird. So, hier wieder einschenken. Ein Ofzwacka. Oder wie es auch immer heißt. Ihr könnt mir das gerne mal in Sprachmemos in WhatsApp senden und mich anschreien, wie das heißt und wie ihr das aussprecht. Dann weiß ich es vielleicht. Mittlerweile weiß ich jetzt auch, dass es Bonbons heißt, ja. Angelehnt an die Bong. Und der man zieht und das dann doppelt. Bonbons. Nicht mehr Bonbons, sondern Bonbons. Das war ja gestern ein richtig geniales Thema im Stream. Obwohl das bei euch schon wieder dann ein paar Tage her ist. Bonbon-mäßig machen wir jetzt mal wieder diesen, weil das ganze Bier nämlich noch, da ist noch Rest in der Flasche. So, haben wir das auch eingefüllt, wunderbar. Das ganze Bier in einem Glas und eine Schaumkrone ist auch da. Es ist spritzig, es zirkuliert, es perlt, es, da ist richtig was los, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ist mir aber ein bisschen zu hell und es ist auch leicht trüb, was für mich 2 Minuspunkte sind. Ich glaube, ich für die Farbe deshalb hier nur einen Punkt geben würde. Die Schaumkrone macht voll viel Spaß, die sieht wieder richtig fett aus, aber zu hell, zu trüb, ein Punkt. Etikett 4, Farbe 1. Schaum, Geruch. Schaum riecht sehr bitter. Eine Mischung aus bitter und sauer. Irgendwie aber auch kräuterlich. Gefällt mir jetzt eigentlich nicht so gut. Ich würde für den, es ist Geruch da, okay. Aber ich gebe für Geruch 2 Punkte, weil das ist nicht mein Geruch, sagen wir mal. Wir geben nicht ein und nicht null, wir geben 2. 2 muss reichen, ist Geruch da. Manche finden das bestimmt prickelnd, ich jetzt nicht so. Geschmack weiß ich ja noch gar nicht. Eben habe ich extra nicht auf den Geschmack geachtet. Ich werde mal hier die Schaumkrone kurz absaugen und dann kümmern wir uns mal um den Geschmack. Muss ich aufpassen, dass man hier nicht würgt. So, Geschmackstest. Uiuiui. Uiuiuiui. Also aber am Anfang war das nicht so schlimm. Eben auch beim Schaum war das aber nicht so schlimm. Jetzt trinkst du hier den Rest auf Zwacka und denkst dir. Es ist auf jeden Fall mega herb. Das ist, da zieht sich die ganze Zunge, das Gesicht, alles komplett zusammen. Also keine 5, keine 4, keine 3. Ich glaube, eine 2 ist das auch nicht. Das ist auf jeden Fall viel, viel weniger. Es ist das zweite Mal, dass wir 0 geben. Ich kenne den Geschmack von dem anderen nicht mehr gerade, wo ich 0 gegeben habe. Aber das ist so richtig bitter, herb, Spülmittel, Extrakt, komplett. Dazu passt auch dieser komische Geruch. Aber dieser Geschmack ist wirklich, boah. Es ist so schlimm, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe, nochmal davon zu trinken, aber da müssen wir durch. Wir müssen ja entscheiden zwischen 1 und 0 Punkten. So richtig Seife einfach nur. Seife
die aber nur so extrem dann durchkommen, wenn du absetzt. Beim direkten Trinken lässt es sich aushalten, deshalb würde ich keine 0 Punkte geben, sondern trotzdem einen Punkt. Das heißt, letztens, das Nuller ist immer noch das Schlimmste vom Geschmack, denn das hat sogar beim Trinken richtig schlimm geschmeckt. Das schmeckt komisch und beim Absetzen dann extrem abartig. Reicht aber dahergehend trotzdem noch für einen Punkt bei Geschmack. Ansonsten war es, glaube ich, von meiner Seite aus. Schade, denn das sah interessant aus und jetzt macht's einfach hier, was es will. Ein Punkt für Geschmack. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.